In der Werkstatt wird ein neues AGR-Ventil mit dem alten AGR-Kühler verbaut. Direkt nach dem Neustart des Motors ist ein deutliches Pfeifen zu hören. Die Ursache für das Pfeifen ist aber nicht das neue AGR-Ventil. Eine mögliche Ursache dafür ist die thermische Verformung des alten AGR-Kühlers. Ein Anhaltspunkt ist die deutliche Verrußung und Verdreckung der Dichtfläche des AGR-Kühlers. Was ist die Folge? Durch die Verrußung kann die Wärme nicht richtig abgeleitet werden und die Dichtfläche des AGR-Kühlers verzieht sich. Durch den vergrößerten Spalt der Dichtfläche entweichen Abgase zwischen AGR-Ventil und AGR-Kühler und verursachen das Pfeifen. Die Ursache für das Pfeifen liegt nicht im neu eingebauten AGR-Ventil. Das AGR-Ventil ist in Ordnung. Um doppelte Kosten zu vermeiden, empfehlen wir daher, zuerst den alten AGR-Kühler auf Verrußungen zu untersuchen und die Ebenheit der Dichtfläche mit einem Haarlineal zu prüfen. Wenn die Dichtfläche verzogen ist, bietet sich der Austausch des gesamten AGR-Moduls an. Außerdem sollte die Ursache der Verrußungen ermittelt werden. Mögliche Ursachen und weitere Informationen finden Sie in unserer Serviceinformation SI 0100.